made by the community. Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute soll es um die neue Roadmap gehen, denn am 27. Januar 2021 hat Cloud Imperium ein neues Roadmap Roundup vorgestellt und die Roadmap zumindest grob für das Jahr 2021 veröffentlicht. Darüber wollen wir heute sprechen und dafür bin ich nicht alleine. Bei mir ist der Timme. Hallo Timme. Hallo alle zusammen. Ja, wir wollen uns heute mal ganz gemütlich die neue Roadmap anschauen und gucken, was wir denn da so alles finden können. Und ganz wichtig ist es erstmal zu wissen, dass es drei verschiedene Stati gibt, in der ein Abschnitt oder ein Arbeitsauftrag in der Roadmap sein kann. Timme, vielleicht könntest du uns diese drei Stati nochmal vorstellen. Sehr gerne. Also wir haben, wie Knusper schon sagte, drei Stück. Tentative, Committed und Released. Dabei stellt unser Tentative quasi den Status dar, in dem es grob für dieses Quartal festgelegt ist. Das bedeutet, es kann sich noch sehr stark verschieben, da ist noch nichts fest, das ist erstmal nur so ein grober Ansatz. Dann haben wir den Committed-Status, dann wird es auch auf der Roadmap so blau. Wir sehen das vielleicht jetzt schon, dass die normalen Kacheln, wenn sie Tentative sind, so gräulich sind, das heißt noch gar nichts fest. Und Committed eben, dass sie jetzt fest sind. Insofern, dass da natürlich immer noch eine ganz kleine Chance besteht, dass sich das verschiebt. Und zum Schluss haben wir Released. Naja, dann ist es eben draußen. Wir haben es schon. Dann haben es die Spieler in der Hand. Da verschiebt sich dann auch nichts mehr. Genau, prima. Ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die vier Quartale dieses Jahr sind alle noch in Grau gehalten und entsprechend könnte sich da natürlich noch etwas verschieben. Wie ihr es von mir gewohnt seid, werde ich natürlich auch kurz vor dem Release eines Patches, wenn also die Evos auch schon testen und sich eigentlich nur noch relativ wenig verändert, dann werde ich euch natürlich auch in einer richtigen Vorschau den nächsten Quartalspatch im Detail nochmal vorstellen. Heute wollen wir uns nun mal einen groben Überblick verschaffen, was Cloud Imperium denn eigentlich für das Jahr 2021 geplant hat. Ja, Timme, und dafür würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in den Patch 3.13, der ja am Ende des ersten Quartals 2021, also sprich Ende März, glaube ich, dann zu uns kommen soll. Genau. Dann starten wir mal mit den Locations. Ich weiß nicht, hattest du dir im Vorhinein schon mal ein bisschen die Roadmap angeschaut? Ich habe mir die im Vorhinein ja schon mal am Mittwoch direkt nachts noch mit dem Veli zusammen angeschaut, ja. Okay, ja, ich bin nur mal ganz grob drüber geflogen, von daher müssen wir uns das jetzt ein bisschen selber erarbeiten. Ja, wir haben unter den Locations also ein paar zusätzliche, ja, ich sag mal, kleinere Verbesserungen am Stanton-System. Nicht wirklich eine neue Umgebung, eine neue Landezone oder einen neuen Planeten oder geschweige denn ein neues Sonnensystem, darauf müssen wir noch ein bisschen länger warten. Aber was können wir uns denn unter den Refinery Stations Non-Commercial Overlays vorstellen? Also unter denen lässt sich so ein bisschen mehr Variation für die Refinery Stations vorstellen. Wir haben die ja im Moment so, dass sie quasi alle völlig gleich sind. Anders als die Rest-Stops, die prozedural generiert werden, ist ja die Refinery Station tatsächlich quasi immer das gleiche Modul. Und dort wollen sie eben anfangen oder ansetzen. Sie wollen eben auch Bereiche festlegen, die dann eher für die Arbeiter sozusagen sind. Das bedeutet nicht für den Verkauf gedacht, um einfach mehr Variation für eben die Refinery Stations zu bringen. Also mehr Orte, wo man nichts kaufen kann, sondern einfach vielleicht ein bisschen diese Arbeitsatmosphäre genießen kann. Ja, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Star Citizen, dass wir uns immer die Eindrücke dieses Ortes einfach so ein bisschen vermitteln können. Das wird also sicherlich schon mal eine schöne Sache. Dann wird das Stanton-System weiter gepolished. Da haben sie ja im Prinzip schon mit angefangen in 3.12. Damit, dass praktisch Planetenoberflächen nochmal überarbeitet wurden. Geht das hier auch in die Richtung, also weitere Planeten überarbeitet werden? Genau. Hierbei geht es quasi um die restlichen Planeten und noch ein paar, die sie jetzt schon mal angefasst hatten. Besonders geht es um auch die Assets, also sprich die Steine, die zum Beispiel auf dem Planeten rumliegen und allgemein so dieses neue System auch auf die noch nicht überarbeiteten Monde und Planeten anzuwenden. Ja, super. Dann kommen wir zu den neuen Asteroiden. Es gibt also, aktuell gibt es ja schon große Asteroidengürtel und einige Asteroiden, die wir auch schon abbauen können.
Weißt du hier noch was Genaueres drüber? Ja, also sie haben wohl einen neuen Workflow erschaffen. Mit dessen Hilfe schaffen sie auch die neuen Steine, die jetzt für die Planeten und Monde gebaut werden. Sie nennen das ganze Ding Organic Asset Workflow und damit werden tatsächlich dann quasi die Asteroiden komplett ersetzt. Also es werden nicht nur welche hinzugefügt, sondern unsere alten Asteroiden verschwinden und die neuen besser aussehenden und mit Sicherheit auch performanteren Asteroiden kommen ins Spiel. Ja, das ist ja mal ein schöner Kompromiss, wenn man es schafft, dass sie erstens besser aussehen und zweitens auch noch die Server und Systeme weniger belasten. Das ist natürlich gut. Ja, dann haben wir, das ist ja ein Thema, worauf wir auch schon lange warten. So, jetzt habe ich es. Und zwar die Cave Entrances, also die Eingänge oder Sinkholes in Höhlen, damit man mit Raumschiffen in Höhlen landen kann oder mit Fahrzeugen in Höhlen rumfahren kann. Das wird ja ein Thema sein. Ach, da freuen sich sicherlich auch schon viele drauf, vor allem da mit dem Greycat Rock Mining in Höhlen betreiben zu können. Das wird sicher cool, oder? Bin ich mal sehr gespannt. Bisher stehen hier ja vor allen Dingen nur drin, dass es die Eingänge sind. Also sie nennen das hier Drive-In und Sinkhole-Eingang sozusagen. Die Frage ist, ob sich dann vielleicht tatsächlich daraus auch eine Höhle entwickelt, die komplett mit dem Rock eben befahrbar ist und vielleicht dann sogar auch Sachen abzuarbeiten. Man würde es ja hoffen. Ja, das ist richtig. Gut. Ja, das sind, glaube ich, die neuen Locations, die wir mit 3.13 erwarten können. Aber ja, an sich schon ganz cool. Also im Grunde kann man sagen, das Bestehende wird optimiert. Ja, das sind eigentlich alle vier Punkte. Höhlen haben wir ja bisher schon, die werden eben etwas verbessert. Asteroiden werden verbessert, auch die haben wir schon. Natürlich haben wir auch schon die Planetenoberflächen und Mondoberflächen, die werden verbessert. Und die Refinery Stations ebenfalls. Schön. Ja, dann kommen wir zu den Gameplay-Neuerungen, die mit 3.13 auf uns warten. Da haben wir neue Missionen. Spawn Closets. Ja, nicht ganz. Also hierbei geht es nicht darum, dass wir wirklich neue Missionen bekommen, sondern das Spawning der NPCs für Missionen wird verbessert. Diese Spawn Closets sind quasi abgeschlossene Räume. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir kennen ja alle Security Post Career und wenn man dort diese Mission annimmt, dann sind da ja NPC. Die spawnen aber direkt auch schon innerhalb des sichtbaren Bereichs für die Spieler. Bedeutet, man sieht die wirklich aufploppen. Diese Spawn Closets sind quasi kleine abgeschlossene Räume, in denen die Gegner drin spawnen, dann geht die Tür auf und dann kommt der Gegner da raus. Also sprich, das Spawnen der Gegner oder allgemein von NPCs einfach so ein bisschen zu kaschieren, das nicht sichtbar zu machen für den Spieler. Das soll nämlich nicht nur für Missionen, sondern auch für die Locations, also sprich zum Beispiel für die Hauptstädte. Wenn dort NPCs spawnen, dann kommen die quasi aus Türen, aus den Seiten rausgelaufen, anstatt halt einfach vor ihm aufzutauchen. Oder auch, sie schreiben hier Security Responses, bedeutet, wenn man vielleicht eine Station angreift, dann kommen nicht einfach aus dem Nichts die Securities und attackieren ein, oder beziehungsweise jetzt aus dem Quantum, sondern vielleicht dann gehen Hangar-Tore auf, in denen die NPCs mit ihren Schiffen dann gespawnt sind, starten und attackieren einen dann. Sehr cool. Aber das ist aber auch eine große Verbesserung, wenn sie das wirklich eingebaut kriegen. Auf jeden Fall. Jetzt nur noch mit Schiffen, dass man die vielleicht auf Pets nicht spawnen sieht. Ja, genau. Bin ich glücklich. Aber da müssten sie wirklich Port Olisa und so auch komplett rausnehmen. Aber bei Grimhex zum Beispiel sind sie ja schon einen richtigen Schritt gegangen. Da haben sie ja die ganzen Pets schon deaktiviert und spawnen findet nur noch in Hangars statt. Ne? Ja. Das ist schon mal gut. Dann haben wir die Mounted Guns. Das sind aufstellbare Waffen oder was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, also so richtig haben sie es da nicht geschrieben. Wir gehen aber alle von einer Sache aus. Wir kennen ja alle die Seitentürme, die auch auf dem Bild hier zu sehen sind, von der Valkyrie. Also sprich, so eine Waffe, die in diesem Fall jetzt seitlich an der Valkyrie dran montiert ist, aber kein Turm ist, wie wir ihn sonst kennen. Dieses Bild haben sie deswegen genutzt, weil man, wenn man das hier richtig versteht und das, was sie bisher so gesagt haben, tatsächlich wie so ein Dreibein aufstellen kann und dort dann eine Size 1 Waffe drauf montieren. Bedeutet sozusagen, wie nennt man das denn, Statics? Ja, so ein aufstellbares MG, wie das Browning M2 zum Beispiel. Oder vielleicht auch eine Minigun, die man eben nicht in der Hand tragen kann. Sondern jeder hat das bestimmt schon mal in irgendwelchen Zombie-Filmen oder so gesehen, wo das Militär dann so ein
bulligen Soldaten hinter so einem dicken MG halt sitzen hatte, ne, was man nicht per Hand tragen kann. Solche aufstellbaren Waffen, und die lassen sich wohl auch innerhalb von Fahrzeugen aufstellen. Also beispielsweise eine Cutlass und hinten, hinter die Luke sozusagen, stelle ich jemanden mit so einer dicken Minigun, und wenn der dann gelandet ist und Leute hinten rauslaufen aus den Jumpseats, kann der den Deckung geben mit eben diesem schweren, aufgestellten MG. Okay, oh, das klingt spannend. Also das heißt, damit haben wir ja dann ganz neue Möglichkeiten, gerade so Landezonen und sowas zu sichern, wenn man da eben in den Fahrzeugen bzw. Raumschiffen selber noch Waffen aufbauen kann. Cool. Auch stelle ich mir das cool vor, auf großen Schiffen, wenn man später gebordet wird oder so, dann eben in so Gängen solche Waffen aufzubauen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Das wird ganz schön tödlich. Man freut sich dann über jede Granate, die man hat. Ja. Weißt du eigentlich noch irgendwas zu dem Thema, dass es vielleicht den Großkampfschiffen irgendwann mal so automatisierte Türme in Gängen geben soll oder sowas? Das ist ja mal eine uralte Info, aber gibt es da was Neues? Was Neues? Nicht. Das Aktuellste, was wir, glaube ich, hatten, war ein Konzeptart von, ich glaube, zwei Türmen, die dann an der Decke hingen. Der aktuellste Hinweis, dass es diese Türme wohl geben wird, ist das Clasher, ne? Das Gefängnis, denn dort hängen auch solche Geschütztürme an den Decken, die auch tatsächlich zumindest in dem ersten Patch, im Moment ist Clasher ja ein bisschen buggy, auch aktiv geworden sind. Ja, das stimmt. Oh, ich wünsche mir das so, ne? Einmal mehr vermisse ich Hellion, wo du ja auch die Waffen an der Decke montieren konntest in deinen Schiffen. Und das wünsche ich mir. Also sie müssen auf jeden Fall alle versenkbar sein, denn manche Gänge sind ja gar nicht mal so hoch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch ein bisschen sehr eng wird, wenn man diese Dinge ausgefahren hat, darunter herzugehen. Aber dass man halt auf der Brücke so eine Art Panikmodus aktivieren kann, dann schließen sich alle Shots und diese Türme fahren los, damit Eindringlinge eben gegebenenfalls attackiert werden. Wäre schon cool, ja. Gerade wenn die Schiffe nicht standardmäßig mit solchen Features ausgeliefert werden und man sein Schiff halt erst dahingehend anpassen muss. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall. Mega. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Force Reactions. Die haben wir doch schon, dachte ich. Also geht es hier um Verbesserungen? Genau. Hier ist halt vor allen Dingen der Teil, dass sie von den Force Reactions nochmal mehr Erweiterungen reinbringen. Also im Moment ist es zum Beispiel beim Fliegen oftmals so, dass nur der Pilot diese Forces spürt. Oftmals klappt das auch, manchmal aber auch eben nicht. Und um da nochmal anzusetzen, um diese Kräfte besser spüren zu lassen, gerade auch was eben den Blackout, den Redout angeht und allgemein so die Physics, die dahinter sitzt. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal in ein, zwei Steams auch so lustige Sachen, dass man eine Rampe runtergegangen ist und auf einmal flog man lustig durch die Gegend. Das sind auch so Dinge, die tatsächlich per se natürlich erstmal ein Bug sind, aber auch einfach, weil das System noch nicht so ganz ausgearbeitet ist. Und da wollen sie einfach nochmal mehr reinbringen, was so die Kalkulation der Physics angeht und auf welche Werte dieses Force Reaction eben reagiert oder auf welche Effekte. Ja, das ist prima. Es gab da schon ein paar lustige Szenen bei uns in den letzten Plays, wo wir beispielsweise, wenn wirklich jemand mal mit einer Shotgun getroffen wird oder sowas, dann fliegt er schon richtig gut zurück. Also das ist schon sehr angenehm. Ach, eine Sache lese ich hier gerade noch, die ich vergessen habe. Tatsächlich ist es auch wohl so, dass man mit seiner Umgebung kollidieren kann. Also man kennt es ja, wenn man von einer Schrotflinte vielleicht relativ nah, man sieht es hier auf dem Bild, getroffen wird, dann fliegt man so weg. Und hier ist es tatsächlich so, dass man dann, zumindest laut dem Text, auch wohl dann gegen Wände knallen kann und eben dort entsprechend Kraft spürt, die dort gegengeschlagen ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Sicht so ein bisschen verschwimmt oder dass man tatsächlich Schaden davon bekommt, dass man halt kräftig gegen die Wand geschleudert wurde. Ich glaube, das ist tatsächlich aktuell noch nicht drin, wenn du, glaube ich, am Zurückfliegen bist und da wäre jetzt eine Kiste, dann würde, glaube ich, einfach die Animation nach hinten aufgehalten. Aber du würdest nicht wirklich realistisch von der Kiste abprallen. Weißt du? Genau. Du würdest praktisch in der Luft stehen bleiben und dann senkrecht zu Boden sinken. In deiner Animation. Ich glaube, darauf zielt das auch noch ab. Aber ja, da sind wir mal gespannt. Können wir auf jeden Fall wieder viel testen. Dann haben wir die Missiles. Guidance and Control Rework. Ja, an den Raketenaufschaltungen und so weiter wurde ja im Patch 3.12 schon viel gearbeitet. Was hat es denn hiermit auf sich?
Also hier geht's, wir kommen jetzt quasi an eine Task, die zwei Dinge umfasst. Wir haben jetzt hier das erste System. Das ist wirklich das Guidance and Control Rework. Dabei handelt es sich darum, dass die Funktionsweise, also wie Raketen fliegen, wird jetzt auf das IFCS-System umgebracht. Also quasi das Verhalten von Raketen, das Flugverhalten, welchen Code die benutzen, um sich zu steuern, wird eben jetzt auf das aktuellste Flugmodell sozusagen angepasst oder System angepasst. Und damit sind die zum einen hoffentlich viel besser beim Fliegen, was so das Tracking angeht, welche Route die nehmen und Co., aber auch deutlich performanter. Plus, sie sollten halt auch grundsätzlich ein bisschen mehr treffen und nicht manchmal so lustig Kreise um ihr Ziel ziehen. Wobei das cool aussieht. Das auf jeden Fall, das stimmt schon. Also es geht vor allen Dingen darum, das Flugverhalten oder es geht eher Codebasis. Hier ist sozusagen, wird die Basis geschaffen, codetechnisch für gleich ein Feature, was wir uns gleich anschauen werden. Okay. Ja, wenn du magst, ist das hier irgendwo drin? Dann kann ich Ja, da drauf. Ah, da das ist unten. einfach ein bisschen runter. Das ist nämlich direkt der Missile Operator Mode. Ja, dann gehen wir gerade auf den auch noch ein. Dann kannst du das vielleicht gerade anfügen. Genau. Also, dieser Missile Operator Mode ist ähnlich wie der Scanning Mode. Den kennen wir ja, ne? Wenn wir Tab drücken, dann können wir eben, wechseln wir so den Modus. Ist das hier auch so ein Modus, aber hier dediziert für Raketen? In diesem Modus haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir verschiedene Raketen geladen haben, wie bei der Harbinger als Beispiel, können wir auswählen, welche Raketen oder Torpedos wir denn gerade aufschalten wollen. Zusätzlich wie viele. Genaues steht gar nicht drin, was es alles umfasst, außer eben diese Dinge. Hoffnungen gehen auch dahin, dass A, eben ein anderer Spieler diesen Modus auch aktivieren kann. Und B, dass man vielleicht sogar Ziele erfassen kann, die sich nicht direkt vor einem befinden, also beispielsweise über ein Radar oder ähnliches. Ah, okay. Ja, das wird ja auch mal Zeit, dass man selektieren kann, welche Raketen man auswählt. Ganz wichtig fürs spätere Verse. Gut, hervorragend. Dann führen wir mal fort, ja, den eigentlich nächsten Punkt: Vehicle Names and Serial Numbers. Da warten ja auch viele Leute drauf. Das bedeutet, ich glaube, man hat sich jetzt darauf verständigt, dass also die Namen für Schiffe frei gewählt werden können. Da gibt es also nicht diese Sache, ein Name ist vergeben und dann kann ich praktisch mein Schiff nicht mehr so nennen. Ja, beispielsweise, wenn jetzt der Mercury Star Runner auf einmal Millennium Falke heißt, warum auch immer, dass dann ein anderer Star Runner nicht Millennium Falke heißen darf, sondern ich glaube, das wird über die Serial Numbers der Schiffe geregelt, ne? Die sind, glaube ich, einzigartig. Genau, richtig. Ist so ähnlich wie in Star Citizen, glaube ich, auch. Da gibt es ja auch den Handle und den Moniker. Der Moniker kann ja, glaube ich, auch gleich sein, der Handle nicht. Hierbei muss man allerdings sagen, dass, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dann ist die letzte Aussage wohl so, dass die Serial Numbers jetzt erstmal ins Spiel kommen werden. Diese Technologie unterstützt natürlich auch die Möglichkeit, sozusagen die eigenen Namen an das Schiff ranzupappen. Aber das wollen sie wohl am Anfang doch nicht machen, weil sie sich noch nicht ganz sicher sind, wie sie das restrizieren, damit da eben keine rassistischen oder beleidigenden Namen vergeben werden. Da müssen sie sich noch was überlegen. Das war zumindest die letzte Aussage, die ich kenne von einem Dev, dass sie erstmal nur die Seriennummern an die Schiffe ranbringen werden. Ich würde auch schätzen, dass die sich alle an fixen Positionen befinden. Also man sie nicht frei verschieben kann, sondern es einfach an jedem Schiff einen gewissen Ort gibt, damit man die Dinge auch wiederfindet, an denen jetzt aber tatsächlich dann die Seriennummern angebracht werden. Es gibt ja sogar Schiffe, ich glaube die 600er ist eine davon, die ja sogar mit Seriennummer oder Polaris, die mit Seriennummern verkauft wurden. Weißt du das? Also es gab auf jeden Fall bei manchen Schiffen Serial Number und es gab vor allem bei manchen Schiffen Name Reservations. Das ist halt auch noch eine Frage, wie man dann damit umgeht, ne? Beispielsweise die Corsair, die hatte sowas. Und ja, bei den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Also die Corsair, die habe ich nämlich noch im Buyback, da gibt es auch eine Name Reservation. Aber wenn man eh immer den gleichen Namen wählen kann, dann ist natürlich die Frage, was das bringt. Aber gut, da müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich finde ja cool, dass das auf jeden Fall an der Außenseite der Schiffe angezeigt wird. Ich bin da auf jeden Fall mit dir d'accord, dass das an einem Ort,
am Schiff angebracht ist, dass man das nicht frei ziehen kann. Und vermutlich ist es ja dann auch irgendwo in den Zeichen limitiert, damit man nicht zu lange Worte dann später wählt. Aber zunächst einmal werden wir die Seriennummern sehen. Finde ich aber schon cool. Das hat dann schon mehr etwas Einzigartiges. Und wir beide stehen ja zum Beispiel auch total darauf, dass man die Schiffe individualisieren kann und vor allem personalisieren kann. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Auf jeden Fall. Als ich das gesehen habe, muss ich zugeben, habe ich auch gleich daran gedacht. Und ich wette da jetzt schon noch mit drauf. Also jeder, der da einsteigen will, immer gern. Ich werde gewinnen. Das benutzen die 100 Pro diese Technologie, um auf den Uniformen oder ähnliches später Namen anzeigen zu können. Oder Ränge oder irgendwie sowas. Das ist cool, ja. Stimmt. Unter Garantie. Schön. Dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Roadmap. Vehicle Visual Degradation. Also da der Verschleiß und Gebrauchsspuren auf Vehikeln, auf Fahrzeugen und Raumschiffen, richtig? Genau, richtig. Ist tatsächlich genau das. Bedeutet, je nachdem wie lange so ein Schiff oder Fahrzeug im Verse unterwegs ist, umso mehr wird es einfach sichtbar. Vielleicht Roststellen, genau was es heißt, wissen wir halt nicht. Also was es heißt natürlich schon, aber nicht welchen, wie es dann aussehen wird. Wahrscheinlich solche Sachen wie Kratzspuren, Rost. Vielleicht auch einfach nur Dreck durch Sand und Schnee. Wenn man so einen Rover vielleicht einfach im Schnee stehen lässt, dann schneit er vielleicht sogar zu, wer weiß. Aber auf jeden Fall halt einfach der Verschleiß, umso länger man ein Raumschiff oder ein Fahrzeug eben benutzt, umso benutzter sieht es halt eben auch aus. Ja, kann man natürlich auch super verwenden für Missionen, wenn du das Spiel vorstellst, später auf einem Wüstenplanet oder von mir aus auch auf so einem Schneeplaneten, gehst du in irgendeine verlassene Stätte rein und dann stehen da halt Fahrzeuge, die ziemlich genauso aussehen wie die Fahrzeuge, die die Spieler benutzen dürfen, halt nur mit dem maximalen Verschleißungsgrad oder Verschleißgrad. Sichtbar. Das sieht bestimmt dann schon sehr cool aus. Frage ist dann natürlich, wie man es wieder sauber kriegt oder in guten Zustand kriegt. Wahrscheinlich gibt es dann so eine Art Service, den man da auch auf Raumstationen in Anspruch nehmen kann. Genau wie auftanken, aufmunitionieren, dass es dann halt auch reinigen oder aufarbeiten gibt. Ne? Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich cool. Man erinnert sich so ein bisschen an den Banu-Trailer, finde ich. Oh ja, nicht an den Banu, an den Defender, Defender, ja, so. Genau, wo die das Labor da gefunden haben, ne, auf diesem genau. Waldplaneten da. Mhm. Stimmt. Gut. Ja, dann soll ebenfalls in 3.13 die erste Iteration kommen von Ship-to-Ship-Docking, allerdings begrenzt nur auf die Merlin und die Constellation-Docking-Mechanik. Damit wollen wir mal anfangen. Ist aber auch schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ich weiß, dass sehr viele Constellation-Besitzer da draußen darauf warten. Cool ist auch, dass dazu zusammen direkt das passende UI kommt. Also hier bekommen wir direkt so ein, ja, ich denke mal holographische Anzeige, die uns sagt, wie wir fliegen müssen, damit wir da auch vernünftig andocken. Heißt, wir fliegen nicht nach Sicht, sondern kriegen halt UI-Unterstützung. Ja, das ist ganz wichtig. Gerade bei so einer engen Geschichte, wie es das sicherlich sein wird, wenn man mit einer Merlin an einer Constellation dockt. Da ist ja eben, ja, das muss schon ziemlich genau sitzen. Aber ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon auf die nächsten Inside Star Citizen, wenn dann nach und nach diese ganzen Features mal gezeigt werden, wie zum Beispiel hier so ein UI, da bin ich sehr gespannt drauf. Denn früher oder später werden wir ja auch zum Landen im Hangar noch eine unterstützende UI-Anzeige, denke ich mal, bekommen. Damit man gerade bei größeren Schiffen das sehr gut abschätzen kann, ob man jetzt mit der Nase und mit dem Bobbis da richtig drin sitzt. Auch wenn du das schon immer ganz gut hinkriegst, ich habe da ja immer meine Problemchen. Gut, so, dann haben wir das Law-System 2. oder Version 2. Surrender heißt, glaube ich, aufgeben, ne? Dass man also genau, praktisch richtig, aufgeben ja. kann. Genau, weißt du da noch mehr zu? Ja, also es soll wohl so passieren, dass wenn ein die Security auffordert, eben aufzugeben, dann muss man sein Schiff, so wie man das jetzt schon kennt, eben zum Stopp, also zum Halt bringen, stillstehen und dann eben seine Systeme ausschalten. Bedeutet wirklich Engines aus, Strom aus und dann hat man eben sich ergeben. Dann wird man auch nicht sterben, bedeutet man verliert halt vielleicht auch keine Sachen, die man so bei sich hat, ne, Waffen und Co., sondern wird dann so in den Knast geschmissen und das Raumschiff, je nachdem, ob es entweder das des Kriminellen ist oder vielleicht auch nicht, wird dann tatsächlich
wie nennen wir das denn? Beschlagnahmt. So. Mhm. Heißt vielleicht auch, wenn du einen Kriminellen an Bord hast. Im Moment ist es ja so, dass du einfach instant mit einen Crime-Stat bekommst, sobald du gescannt wirst. Ne? Hast einen Kriminellen an Bord, bist automatisch auch kriminell. Vielleicht in der Zukunft dann so, dass man sagt, okay, gebt ihn uns raus und dann tun wir so, als hättet ihr damit nichts zu tun gehabt oder wusstet ihr das nicht. Heißt, wenn dann der Pilot des Schiffs hingeht und das Schiff stoppt und ausschaltet, wird vielleicht nur der eine, der tatsächlich kriminell ist, vom Schiff geholt und ins Gefängnis gesteckt. Und der Rest kann weiterfliegen. Na, das wäre auf jeden Fall eine schöne Erweiterung. Gut, dann ein Punkt, der auch gestern schon im Inside Star Citizen kurz angesprochen wurde, das Thema Ship-to-Station-Docking. Da sind sie auch ganz, ganz aktiv am Entwickeln, dass man eben mit größeren Raumschiffen und einem Docking-Collar entsprechend bei Raumstationen andocken kann. Und vor allem, ich weiß nicht, hast du das ISC schon gesehen von gestern, Tim? Ja. Ja, da haben sie ja nochmal gesagt, dass sie einen besonderen Wert darauf legen, dass man eben auch sehr viel Übersicht hat und viel eben von außen sehen kann. Das müsste uns beiden, oder das spielt uns beiden ja auch voll in die Karten. Absolut. Viel besser als das geht's gar nicht. Scheiben. Ja. Schön Universum will man auch sehen. Richtig, genau. Ja, da sind wir also mal gespannt. Haben wir ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viele coole Animationen gesehen. Das wird auf jeden Fall Zeit. Und viele Schiffe brauchen es natürlich auch, gerade beispielsweise die Hull C, die, wenn sie denn mal ins Spiel kommt und voll beladen ist, braucht auf jeden Fall eine Docking-Mechanik, weil sie ja dann voll beladen eben auch nicht landen kann. Und eine Javelin, ein Javelin-Destroyer, kann entsprechend auch nicht auf Planetenoberflächen landen, braucht also auch so eine Docking-Mechanik und so weiter. Gut. Und dann haben wir noch Object Push and Pull. Also das Ziehen und Drücken von Objekten. Im Moment aber noch nicht im Zero-G, sondern unter Schwerkraft. Richtig? Genau, also gut, der Teil mit dem nicht im Zero-G, davon ist zumindest in dieser Karte jetzt nichts beschrieben. Ich weiß nicht. Ich glaube, der kommt in der Roadmap, steht später nochmal irgendwo Push and Pull in Zero-G. Deswegen hatte ich das... Ja, das stimmt. Wobei, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich greife jetzt mal kurz vorne weg. Ja. Das hier ist Object Push and Pull. Bedeutet, wir können Objekte, beispielsweise eine, zum Beispiel einen Einkaufswagen, jetzt mal ganz blöd, durch die Gegend schieben oder ziehen. Und das andere ist, dass wir uns selber... Ah, okay. Eben deswegen in Zero-G durch die Gegend ziehen können. Also so ein bisschen, du hast am Ende keine Manöverdüsen mehr am Anzug sozusagen, oder solltest du mal in die Situation kommen, dass der Treibstoff leer ist, dann kannst du dich wirklich an den Wänden eines Raumschiffs beispielsweise durch die Gegend ziehen oder schieben oder auch an der Außenhülle. Und das ist das, was später kommt. Ah, alles klar. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Also, ja, dann sind wir mal sehr gespannt, wie das denn dann eingebaut wird. Da stelle ich mir natürlich auch sehr, sehr viele coole Dinge vor. Beispielsweise, ja, man kann ja noch nicht, oder ich möchte jetzt noch nicht so viel über die Xenothreat-Mission sagen, wenn ihr euch da noch nicht spoilern lassen wollt. Aber dafür wird das eventuell auch interessant sein. Auf jeden Fall. Gut, so, jetzt ist die Frage, kommt da drunter noch was? Ich glaube nicht, ne, in diesem Bereich. Also, achso, in dem Bereich nicht, nein. Nee. Gut, dann mache ich den zu, weil ich habe hier ein bisschen mit der Darstellung wieder zu kämpfen. Und dann haben wir natürlich auch noch Ships and Vehicles, nämlich 3 neue Fahrzeuge. Naja, eigentlich 2 neue Fahrzeuge und eins davon in 2 Varianten, die in Patch 3.13 auf uns warten. Zum einen haben wir den Hercules Starlifter von Crusader Industries. Darauf warten wir ja schon sehr, sehr lange. Wir haben schon sehr viel dazu in verschiedenen Inside Star Citizen Filmchen gesehen. Haben gesehen, dass die schon sehr weit sind. Ich glaube, jetzt sind sie auch mit dem Lightning soweit durch. Übrigens, gestern im Inside Star Citizen hat man auch gesehen, dass es da wohl verschiedene Lichtsituationen gibt. Nicht nur für normale Nutzung und ein Emergency Mode, wo dann eben alles rot leuchtet, sondern ich glaube, es gab auch noch einen weiteren, ne? Ja, einen dritten, wobei der meiner Meinung nach dann ist, wenn der Strom aus ist. Ah, okay, alles klar. Also so eine Notbeleuchtung sozusagen. Ich hatte gestern ohne Ton geguckt. Ich dachte eigentlich, dass das irgendwie wäre, wenn beispielsweise keine Atmosphäre vorhanden wäre oder so. Weil ich denke, dafür brauchen sie auch noch, wir erinnern uns wieder an Hellion, dafür braucht man auch noch praktisch eine visuelle Anzeige, dass also in einem Raum keine Atmosphäre herrscht, weißt du?
Auf jeden Fall, da hast du schon recht. Gerade dieser Teil, dass das ja ein Spiel ist und man halt nicht wirklich erstickt und nicht feststellt, wenn man nicht atmen kann. Ja, richtig. Nur nicht ganz unwichtig. Genau. Okay, also warten wir das mal ab. Jedenfalls Lightning Pass sind die auch durch und das sieht schon ziemlich komplett aus. Das sieht also sehr gut aus dafür, dass das Ding in 3.13 kommt. Ursprünglich war ja mal gesagt, in einem 3.13x-Patch kommt das. Müssen wir aber mal abwarten. Es könnte natürlich sein, bei so einem großen Schiff, dass sich das noch ein bisschen nach hinten verlagert, aber grundsätzlich sieht das schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, die C2, die Frachtversion und die M2, die militärische Frachtversion dieses Transportschiffs, die sollen dann ins Verse kommen. Die C2 hat ja ein bisschen mehr als 600 Standardfrachteinheiten, die M2 hat fast 500 Standardfrachteinheiten und ich glaube, beide sollen ja auf jeden Fall Panzer transportieren können, den Nova Tank. Und ich glaube, beide sollen auch zwei transportieren können, ne? Wir hatten darüber letztes Mal gesprochen bei der M2, ob es dann einer oder zwei sind. Aber ich kann gut sein, dass es dann doch zwei waren. Und die A2, die dritte Variante, die dann später kommt, die soll, glaube ich, dann nur einen Tank tragen können. Genau. Genau. Hast du noch was zu den beiden Versionen zu sagen? Vielleicht eine Kleinigkeit. Also, mir ist gestern mal aufgefallen, wahrscheinlich allen anderen schon längst vor Jahren irgendwie, die C2 oder die Herkules C2 ist, glaube ich, eine Anspielung auf die C-130 Herkules von den Amerikanern, also das Transportflugzeug, was es in Wirklichkeit gibt. Da ist mir mal gestern irgendwie erst aufgefallen, dass der Name so ähnlich ist und Ja. dass beides Frachtschiffe sind, Ja, das stimmt schon. Flugzeuge. Könnte auch passen. Ich meine, die C-130 hat auch zwei oder hat, nee, die hat vier Triebwerke, ne? Also vier Turboprop-Triebwerke. Meine ich auch, ja. Ah, okay. Ja, sonst hätte ich gedacht, mit links und rechts den beiden einlassen, aber ich meine auch, die hätte vier. Gut, ja. Das also dazu, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Wird ein sehr, sehr interessantes Schiff, gerade wenn im Verse mal irgendwann die 30.000er weniger werden und der Frachttransport wieder boomt. Und natürlich bin ich unheimlich froh und ich glaube, du auch, dass Cloud Imperium jetzt also mit diesem Update am Mittwoch auch angekündigt hat, dass auf 3.13 normalerweise der Tumbril Nova Tank kommen soll, der damals eben auch mit diesen Schiffen teils in der Warbond-Version verkauft wurde, beziehungsweise den es bei manchen Versionen dann dazu gab. Denn dieses Schiff hier, die Herkules, die soll hauptsächlich auch für den Transport von Fahrzeugen gedacht sein. Natürlich kann sie auch Fracht transportieren, aber eben auch Fahrzeuge. Und der Tumbril Nova Tank, der wird da also ein ganz, ganz zentrales Medium sein, was da transportiert wird. Und dann wird es natürlich super sein, dass der mit 3.13 ebenfalls ins Spiel kommen soll. Mega cooles Teil. Wer gestern Inside Star Citizen geguckt hat, oder ob wenn auch nicht, seppt mal kurz durch, ist nämlich wirklich richtig cool gemacht. Man sieht ein paar Bilder von dem. Ist zwar noch, glaube ich, in Greybox, wenn ich das richtig gesehen habe, aber sieht total cool aus. Also mir gefällt er mega gut, ist ein Riesenmonster. So wie ich es mag. Genau, ja, hat sogar einen kleinen Innenraum für einen Sitz mit, also einen Sitz in der Mitte für den Gunner und zwei Sitze vorne für den Fahrer und keine Ahnung, entweder Funker oder Beifahrer oder wie auch immer. Hat auch eine riesige Raketenbatterie hinten drauf. Soll, glaube ich, auch 24 Size 2 Raketen haben nach Stats-Page. Ne? Immer mal abwarten, was jetzt das Ding tatsächlich haben wird. Obendrauf noch zwei Size 2 Laser-Repeater. Also ist ein richtig hartes Teil. Oben natürlich die Hauptkanone. Eine ballistische Size 4 war da damals mal angedacht. Mal gucken, was wir da jetzt bekommen. Und ganz, ganz besonders gespannt bin ich ja auf die Kettenmechanik und wie das denn aussieht. Denn wie es in den Bildern aussieht, bekommt er seine Ketten und wird doch nicht auf Hover Tank oder ähnliches umgebaut, was ja manche vermutet haben. Oh ja, da werden wir auch viel, wahrscheinlich auch hier auf dem Channel, Videos und Co. zu machen. Das wird ein verdammt cooles Teil. Da werden wir viel Spaß, glaube ich, mit haben. Genau, das auf jeden Fall. Gut, dann kann uns nämlich World of Tank am Arsch lecken. Nee, alles gut, aber dann kann man das auch ein bisschen in Star Citizen nachspielen. Voll gut. Gut, das war also der Patch 3.13. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Video auf Patch 3.14 ein. Und ja, schauen uns den dann mal etwas genauer an.